Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Wir reden jetzt von Hochleistungssport. Wir reden davon, dass dieser Sport immer intensiver wird. Und da muss ich mich, da kann ich nicht in meinem Geiste, in meiner Einstellung in den 90er verbleiben, wenn ich in den 2017er spiele. Das heißt, ich muss dann auch diesen Bereich, den Bereich muss ich anpassen. Und dazu gehört gerade, wenn es um Vorbereitung auf das nächste Spiel geht, in dieser kurzen Phase, hundertprozentige Professionalität. Ein Musterbeispiel des letzten Wochenendes, ja, wie kommt der gute Aubameyang dazu, ja, in einer englischen Woche nach Mailand zu fliegen? Das ist ein Albtraum. Da hätte ich in meiner Karriere nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ja, in einer solchen Phase der Saison, ja, wo es jetzt richtig ans Eingemachte geht. Ab November wird es richtig schwer. Da fängt der Kopf auch nicht mehr so richtig mitzuspielen. Wie komme ich da auf die Idee, nach Mailand zu fliegen? Naja, als Vorbereitung, um dann 4 Tore in Hamburg zu spielen. Ja, ist klar. Aber auch nur, weil er dieses Spiel Pause hatte jetzt, ne? Das hätte er sonst nicht gehabt, ne? Nein, also, das sind so Dinge, das ist natürlich ein Musterbeispiel, was offen liegt. Ja. Das ist mir völlig schleierhaft, dass sowas überhaupt reglementiert werden muss. Angeblich steht das ja in den Regeln von Borussia Dortmund, dass man in einer englischen Woche nicht wegfahren darf. Ja. Nochmal, da wäre ich in meiner Karriere überhaupt gar nicht drauf gekommen, diesen Gedanken überhaupt zu verschwenden.